man muss es hier leise sagen, kleiner Yamaha-Fan, ja, wie ich gehört habe. Ja, immer schon. Also. Sonst bist du aber auch auf der, korrigiere mich gerne, auf der Sandbahn unterwegs. Ne? Sandbahn ist das ein Hobby oder kannst du auch, fährst du auch da irgendwo mal die ein oder andere Meisterschaft und kannst was? Aber ich bin auf alle Fälle froh, dass ich, oder ich weiß, was ich an meinem Umfeld habe und werde das auch so schnell nicht mehr hergeben. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde der gepflegten Motorradsportunterhaltung. Also, wie ihr seht, haben wir wieder einen ganz, ganz besonderen Gast bei uns, nämlich den lieben Reiti. Servus, Reiti. Servus. Grüß dich. Danke für deine Zeit. Wir sind hier in Oschersleben. Zweiter IDM-Lauf oder zweite IDM-Station, besser gesagt, ist jetzt morgen. Heute ist Samstag. Morgen steht Lauf 3 und 4 vor der Tür. Wir gehen heute in unserem Standard-Videoformat die Vita durch, die du schon hinter dir hast. Als eigentlich noch junger Kerl mit 94er Baujahr bist du, ja, glaube ich. Ne? Könnte auch sein, dass hier ein 60-Jähriger sitzt, wenn ich schon sehe, was du alles schon gemacht hast. Ne? Also abgefahren, abgefahren. Deswegen fangen wir einfach mal an mit dem, was du schon so gemacht hast. Weil, wie gesagt, 94er Baujahr, wann hast du das erste Mal auf dem Moped gesessen? Also das erste Mal auf dem Moped gesessen mit 4,5 Jahren, also 98 Jahren. Und Rennen fahren tue ich schon seit 2003, also abgefahren, ja, bald 20 Jahre. Ich meine, du kommst da aus dem tiefsten Bayern und vor allem auch aus einem motorsportbekloppten Dorf, ne? Ja. Ich meine, du kannst ja mal aufsehen, was für Legenden bei dir aus der Ecke kommen oder aus, ja, deinem Dorf. Also angefangen halt mit Sepp Huber, ja, der war mit Rolf Steinhausen mehrfach Weltmeister. Mhm. Dann haben wir Markus Ober, der gleichzeitig mein, ja, Firmenpartner ist. Markus Huber, der Sohn von Sepp Huber, Adi Stadler, dann der Tex Geisler, das von Pittenhardt, dann natürlich der Waldi, und der Waldi, ja, zu uns gezogen noch, mein Power-Rennfahrer und noch, ja, einige, ja, gibt's noch ein paar Namen, die... Ja, abgefahren, und das aus dem Dörfchen, in Anführungsstrichen, ja, ne? Also, 1000 Einwohner, ja, ja, Dörfchen. Schon. Dörfchen, kommt drauf an, von wo man guckt, aber wenn man von Berlin guckt, ist es ein Dörfchen, ja, würde ich sagen, ne? Genau, du hast... Beim 2003, wo fing es denn an? Bist du mit den klassischen Pocketbikes angefangen oder im Junior Cup eingestiegen? Rennen fahren mit 8 Jahren war im ADAC Minibike Cup. Minibike Cup, okay. 50 Kubik. Zuvor bin ich ein bisschen Supermoto gefahren und ja, ein bisschen Motocross halt und daheim, ja, im Dreck halt. Und Adi Stadler und der Waldi haben wir damals halt mit dem Minibike Cup, ja, den Anstoß gegeben und mein Paar hat mich da immer unterstützt und dann haben wir da einfach begonnen. Zusammen mit dem Folger. Mhm. Ja, Schröter. Fritz. Auch einer oder ein paar Bayer. Fritz ist Fritz ein Bayer überhaupt? Ne? Nein. Darf man nicht sagen, sorry an alle. Aber der Schröter und der Jonas auf, ja, jeden Fall. Also ist auch schon irgendwie eine Ecke bei euch da. Ja, da waren viele namhafte Rennfahrer, die es, ja, halt noch, mhm, das war die beste Jugendzeit eigentlich. Ja, voll. Oder Nachwuchszeit. Mhm. Okay, und dann irgendwann, also ich hatte dich so halb auf jeden Fall auf dem Schirm, da bist du aus dem Junior Cup, unterbrich mich gerne. Minibike. Aber bist du gar nicht Junior Cup gefahren? Ja, ich bin von Minibike Cup dann in den Red Bull Rookies Cup. Genau, gestiegen. Das wusste ich wiederum. Ja. Red Bull Rookies Cup. Gegen wen bist du da so gefahren? Was waren für? Sacco, Cameron Bobé, Salvadori. Echt, der Bobé schon? Ja. Ah ja, der ist ja auch gerade wieder in den Moto 2 eingestiegen. Da waren ganz viel dabei, da müsste ich direkt mal nachschauen. Kurt Heininger, Glöckner, ich, Schönberger, mhm, waren die vier Deutschen, mhm, im ersten Jahr, im zweiten aber nur noch. Ich und, ja, waren noch dabei. Gott, Deininger, glaube ich. Ja. Abgefahren. 7 und 8. Das war auf KTM? Genau. KTM, MotoGP, mhm, Red Bull, Rubis Cup. Warst du da damals auch schon so ein Lulatsch, schon lange? Ja, genau, in dem Jahr habe ich so einen Schub gemacht. Im ersten Jahr bin ich 8er geworden, mhm, im zweiten Jahr 6er, aber, mhm, da bin ich richtig groß geworden. Das ist schon ein Nachteil auf den kleinen Dingern, ne? Ja, und hab da schon zu kämpfen gehabt und deswegen war das dann auch der Rückschritt in die deutsche Meisterschaft, mhm, beziehungsweise in den Yamaha Cup. Genau. Alle denken immer so, du bist quasi mit BMW geboren, aber hast halt fast auch, ja, KTM oder Junior Cup davor, aber dann auch im R6 Cup Wurzeln geschlagen. Ne? Ja. Ja, das war halt damals so. Wir haben dann halt die Message gekriegt von KTM oder von Red Bull, mhm, dass das im Rookies Cup nicht mehr weitergeht. Kann man, ja, verstehen. Ja. Das war halt so. Und dann haben wir gesagt, ja, was machen wir, gell? Wir waren irgendwie 125er. Können wir uns nicht leisten, das war einfach viel zu viel Kohle. Ja.
Dann sagt der Waldi doch schon zu meinem Paar, du musst deinen Jungen auf einen 600er setzen. Dann sagt der, spinnst du dir? Der ist 15 Jahre alt. Mhm. Ja, das haben wir dann gemacht irgendwie. Mein Paar hat seinen Oldtimer verkauft oder wollte. Und dann haben wir der Bank Geld geholt und haben uns dann den Yamaha Cup finanziert. Ja, abgefahren. Das heißt, ihr seid auch finanziell von unten, du bist nicht in Gold gebettelt, sondern nein, hast auch nee. Diese Wege durchgemacht und den Struggle. Ich habe das Glück gehabt, mein Paar ist Motorradmechaniker, Meister. Und wir haben halt zum Glück die Unterstützung von Ubik und Umgebung gehabt. Wir haben bei jedem unseren Sprinter tanken können. Wir haben überall, jeder hat uns ein paar hundert Euro mitgegeben. Wir sind immer überall hingekommen. Und wenn wir irgendwo mal einen Satz Reifen nicht gehabt haben, dann ist irgendjemand gekommen und hat gesagt, hey gut, ich rufe ihn an, der hat uns einen Satz Reifen gesponsert. Also eine gute Gemeinschaft für euch. Ja, wirklich, ohne die ganzen Unterstützer wären nicht so weit gekommen. Und ich habe halt das Glück gehabt, wie die ganzen Rennfahrer von Ubing, die haben halt auch die Kontakte, gell? Mhm. Und die, ich war in den Rookies Cup niemals zur Sichtung erlaubt gewesen, weil ich zu jung war. Aber durch den Aldi, der hat halt da mal aufgerufen, wie schaut's aus, der wird nächstes Jahr 13. Aber kann man sich nicht anmelden online. Ja, dann schicken vorbei. Abgefahren. Ja, lass es auch nicht. Ja, das ist auf jeden Fall eine geile Nummer. Und dann hast du auch im R6 Cup gewonnen, 2010 war das. Ne? Was hat das für dich bedeutet? Ich glaube, du warst schon auch damals, man muss es hier leise sagen, kleiner Yamaha-Fan, wie ich gehört habe. Ja, immer schon. Also mein Paar war früher halt bei einem Yamaha-Händler, hat ja gearbeitet und war dann ein Werkstattleiter. Und in der Werkstatt habe ich dann gelernt, seine Lehrbuben waren dann meine Meister. Und ja, bei uns hat immer schon, hat sich ein Mopeds gedreht, Kreidler, Herkules, Kreidler, Zündab, Herkules haben wir halt daheim repariert. Ja, ja. Und halt unter anderem halt hauptsächlich Yamahas. War halt so, weil wir halt beide in der Werkstatt da gelernt haben. Ja. Und weil ich dann halt noch Yamaha gehabt, dann eben durch Alpha Racing nochmal in die Superstock gekommen bin ich halt dann BMW-Familie. Ja, genau. Das war der nächste Schritt. Genau. 11, 12, dann die damalige Stock-EM, die ja noch auch wirklich ein knackiges Level hatte. Ne? Ja. Wie lief's da und was waren da so für Gegner für dich am Start? Ja, erstmal muss man sagen, nachdem wir Yamaha gehabt, war gut, dass wir gewonnen haben. Ja. Aber wir haben halt auch noch die Chance gehabt, wieder teilzunehmen, weil der Meister durfte dann nicht mehr fahren. Supersport war für uns nicht finanzierbar. Und ich war bis im Februar 2011 eigentlich Abgrund. Also wir haben nicht gewusst, wie es weitergeht. Ehrlich? Abgefahren. Und mein Paar hat damals aber schon bei Alpha Racing gearbeitet, als Motorenmechaniker für die Superbike WM von damals von BMW. Und Sepp Hofmann und seine Kollegen und seine Firma haben uns dann die Chance gegeben und gesagt, du, wir sind eh vor Ort. Packen wir die Superstock-Klasse und haben uns dann mit dem französischen Garnier-Team zusammen da. Ja. Und da bin ich halt in die Superstock gekommen und im ersten Jahr, glaube ich, Sechster geworden oder Achter. Dann wieder das ist ja auch schon nicht schlecht, so eine Leistung, gerade als junger Kerl und nach Umstieg auf Tausender. Ja, ich war da 17 Jahre alt. Ja, und fremde Strecken wahrscheinlich. Ja, und ja, wir sind da halt gut zurechtgekommen, hat gepasst. Weißt du noch, wer damals so Erster, Zweiter war? Ja, der Barré, Sylvain Barré, Danilo Petrucci. Ah ja, okay. Der hat damals was gewonnen. Auch was Namenhaftes, ne? Ja, da waren noch viele gute Leute dabei. Ja, der Loris Bass war dabei. Ja, war eine gute Zeit. Meine beste Position war Vierter in Brünn. Abgefahren. Genau, und dann halt 2013. 13, dann hast du dich erstmal auch auf den großen, hast dir einen Namen gemacht, ne, auf den großen Bikes. Ja. Und bist dann, ja, wir sprechen hier mit einem dreifachen deutschen Meister, 13, 15 und da waren ja Pause, ja, 17 wieder überragend deutscher Meister geworden. Ne? Ich glaube, 14 war hier das kurze IDM-Jahr mit der Ducati-Übernahme, die wir einfach ein bisschen mehr Geld und Technik reingepusht haben. Ne? Ja, wir haben dann natürlich auch mit guten Fahrern, so ist es nicht gemeint. Ne? Ja, 15 haben wir immer nachgelegt dann. Ja, genau. Na, es war dann so, wir haben 2012 eben parallel zu Superstock Wildcard-Einsätze in der IDM gemacht und habe dann Nürburgring die beste BMW am Grid gehabt, sogar von Werner seine Fahrer damals, der mein Cutman war das. Ah ja. Und ja, dann hat man im Winter 2012 auf 13 der Werner gesagt zum Sepp, wie schaut's aus, kann man fahren. Und ja, dann sind wir zum Werner gekommen damals. Ja, ja. Und dann gleich auf Anhieb deutscher Meister waren, zum Glück, weil wir hätten dann natürlich schon erstmal ein bisschen Geld mitbringen sollen. Dann der Sepp und Alpha Racing haben das dann schon abgemacht, sage ich mal. Aber wir haben dann
noch nicht recht gewusst, wie wir das finanzieren sollen. Und zum Glück bin ich gleich Meister geworden. Ich meine, gesagt, da hast du auch einfach mal einen Stempel aufgedrückt, so, in ja, der ganzen nationalen Szene, ne? Muss man ja klar sagen. So. Ja, na, aber gut, ja. Ne, eh gut. Und seitdem bin ich eigentlich mit Werner immer und sein Team immer gut. Ja, recht gemacht. So. Und dann war zwischendurch der erste Step 16 und 17, war das richtig? Oder ja. 17,5 wahrscheinlich. 17 Viertel Superbike WM mit 16 auf jeden Fall auch einigen Highlights dazwischen. Ne? Und dann, ich meine, fragt man sich, wer dann vorher als zweifacher deutscher Meister, die Frage werde ich dir nicht als erster stellen, aber woran es dann irgendwie gescheitert ist. Ne? Ja, wir haben es 2016 da eben in das Altea-Werksunterstützung Team eingestiegen. Ich konnte damals nur meinen Mechaniker mitnehmen und mehr nicht. Also das, ich habe mich immer wohlgefühlt beim Werner und seinem Team im Umfeld. Wir haben ja uns das Team super aufgebaut und waren eigentlich super cool. Aber leider konnte man das da nicht integrieren. Und, aber ich habe mir gedacht, Altea waren schon mal Weltmeister, ich hätte eh nicht wissen, wer dann. Aber bin da leider ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Am Anfang hat man natürlich nur steigt in die WM ein, man gibt mehr als 100% irgendwie im Zimmer. Und habe auch gute Highlights gehabt, aber es war wirklich schwierig. War es ein Platz 4 als Highlight oder wo? 5 in Thailand und Platz 4 in Sepang bin ich ausgeschieden. Da war technischer Schaden, ne? Ja, irgendwas, sorry, das ist schon ein paar Jahre her, aber wir haben es auf jeden Fall, wir waren am Fernseher dabei. Und dann kommen die Verletzungen mit sein und dann war irgendwie die Luft ein bisschen raus erstmal. Dann nochmal ein paar Stürze im Winter, mal nochmal ein paar Wirbel gebrochen, das war dann irgendwie alles schwierig. Ja, verstehe schon. Aber das heißt, es war wahrscheinlich so eine Mischung aus, du hast dich nicht ganz wohl gefühlt oder hast nicht das gebraucht in den Teamzusammenhalt, nicht das und das vielleicht auch, ne? Wir wollen ja jetzt gar keine dreckige Wäsche waschen, wie auch immer, aber und technisch ist wahrscheinlich auch nicht einfach vom Stockbike auf so ein High-Werk-Superbike. Oder meinst du, dass das eher das kleinere Problem war? Das war okay, wir haben damals ja unser Wildcard-Bike, das wir ja 2015 schon eingesetzt haben, Altea übergeben, sage ich mal, und da bin ich eine Zeit lang damit gut zurechtgekommen, bis das halt irgendwann mal Kernschrott war und dann war das halt einmal weg und dann haben wir halt die Materialien zur Verfügung gehabt und ja, wie das halt läuft in der WM, du bist einfach dann nicht mehr so ein Glied von vielen in einer großen Kette, sage ich mal, wie da in der IDM. Du bist einfach nur noch der Fahrer. Der Fahrer muss einfach nur drauf sitzen und fahren und den Leuten vertrauen. Okay. Und so war ich halt nicht, weil ich war das nicht gewohnt. Wir haben immer zusammengearbeitet. Wir haben immer, da gab es nie eine Aussage wie, ja, das ist so. Du musst dich daran anpassen. Da haben wir immer dran gearbeitet und das gelöst. Und dann war ich halt da drin und habe einfach immer alles gegeben und dann habe ich mich halt einfach richtig verletzt ein paar Mal. Ja, das ist ja nicht die Lösung. Haben wir 2017 einen eigenen Test angeordnet, haben das Team, das Altea Bike geholt und haben unten mit meiner Crew-Test. Und da ist leider nochmal ein schlimmer Unfall passiert, da haben wir nochmal 5 Wirbel gebrochen. Und ja, dann war der Test natürlich nicht so, wie erhofft. Dann haben die von Altea gesagt, du kommst jetzt entweder allein oder gar nicht mehr. Dann war ich halt ganz allein. Ja, scheiße. Dann bin ich halt einfach nur noch gefahren und habe nach den ersten 2 Rennen gemerkt, du, das funktioniert nicht, da ziehe ich über die Reißleine, weil ich war körperlich und mental komplett am Ende. Ist ja so, aber dann ist ja auch eine Größe, eine Stärke, das einzusehen. Und dann diesen Schritt zu machen. Ja, ne? Weil ich mache das Motorradrennsport, um erfolgreich zu sein, um Spaß zu haben. Ja. Nicht um aufzuarbeiten. Nee. Und bin dann zurück in die IDM, wieder in meinem bekannten Umfeld und haben dann wieder alles in Grund und Boden gefahren. Ja. Du bist dann parallel in die IDM, und hast aber auch 18 wieder quasi vollkommen zu alter Stärke zurückgefunden und hast einfach mal Europa rasiert, kann man sagen. Ne? Ja, wir haben eben 2017 die Chance genutzt, um wieder Spaß am Fahren zu machen, wieder aufzubauen. Ja. Haben das Ganze wieder aufgepäppelt und sind dann 2018 unserem großen Ziel WM näher gekommen, als Team komplett. Ja. Und haben dann die Europameisterschaft bestritten und haben das dann auch gewonnen. Ja, aber und auch wie, muss man auch sagen, ne? Dass wir den Zuschlag kriegen für 2019, BMW Werksteam. Leider ist es dann ganz anders gekommen und das hat schon nur. Ja. Und nicht der Werner, das war halt schade. Aber für mich war es trotzdem okay, ich bin in das Team transferiert worden. Mit einem kleinen Umfeld von mir rum und. Das war dann mit der neuen BMW, ne? Genau, dann ist 2019 neue BMW gekommen, wo anfänglich natürlich nicht einfach war. Ja. Die halbe Saison wirklich, oder die ganze Saison abgemüht haben und es im Team auch nicht wirklich gut harmoniert hat.
rein von meinem Crewchief seiner Seite. Ja, man hörte das, also das sind die Sachen, die zumindest so publik sind. Ja. Bisschen Probleme mit dem Crewchief und so weiter. Du konntest ja den Wolle zum Beispiel nicht mitnehmen. Ne? Der war dabei. Der war dabei, ja. Okay, aber die haben nicht auf Wolle gehört. Nein. Nein, es war schon, wir haben eine gute Chance gekriegt und wir haben wirklich auch die gute Unterstützung gehabt und das Team war anfänglich auch okay. Aber es war wirklich, gab einige Differenzen zwischen mir und Crewchief-Fahrern. Ja, okay. Und es war halt wieder das Gleiche wie 2016. Und so kommt man halt meiner Meinung nach nicht ja, dazu. Ja. Es ist aber dann, ich habe dann einfach wieder alles probiert und alles gegeben und ja, am Ende vom Jahr bin ich raussortiert worden. Ja, okay. Aber es war für mich dann auch eine gewisse Erlösung, weil das war mir genauso dreckig gegangen wie damals. Mhm. Ja, das ist dann ist ja einfach nicht die Lösung. Nur so ganz neutral oder von außen betrachtet, denkt man dann so auch als deutscher Fan einfach, jetzt denkt man, ah, jetzt hat der da schon wieder nicht gepackt, ohne dass man ja die Hintergründe kennt. Ne? Und da haben wir wieder endlich den Deutschen in der WM und dann zieht er ja selber die Reißleine und da musstest du dir wahrscheinlich auch einiges an Kritik anhören, was so, freilich, man sagt, irgendwie Anpassungsfähigkeit oder den Biss nicht gehabt, was auch das immer. Das wissen die alle nicht, wie es da wirklich abgeht und wir haben wirklich alles probiert, aber so geht's halt einfach nicht. Naja, genau. Also wirklich, das ist ein Teamsport, das weiß keiner. Ja, du, wir sind das Paddock Geflüster, das heißt, du kannst auch ruhig mal einen Insider raushauen, die Jahre. Ist ja schon verjährt jetzt, das Ganze. Ja, ne. War einfach nicht gut. Das ist ein Teamsport und da zählt der Mechaniker, der Reifenmann, jeder, der Datenmann, Fahrwerksmann, du musst, alles muss da zusammenpassen. Jeder muss 100% geben, dass du auf so einem Niveau vorne dabei sein kannst. Wenn du halt bloß, wenn ja jeder bloß ein bisschen was gibt, dann fehlen da halt die 10%. Dann bist du in der WM eine Sekunde langsamer, dann bist du 15. Ja. Und dann hast du, warum kann der nicht fahren? Also, warum passt sich der nicht an? Hilft nicht, ne? Aber wenn die sagen, das Moped ist okay, das liegt am Fahrer, der Sykes kann es ja auch, was soll ich dann machen? Ich glaube, der Sykes ist auch ein schwieriger Vergleich wahrscheinlich, auch was Fahrtechnik angeht. Außer Vollgas geben kann ich nicht mehr machen und dann wirst du raussortiert. Und das mei, war halt so. Und da war halt zum zweiten Mal am Boden richtig am Ende und haben gedacht, scheiße. Ich meine, dass du fahren kannst, hast du in drei IDM-Titeln, in einem EM-Titel und so weiter, im Sechs-Cup-Titel bewiesen. Das heißt, daran liegt es nicht. Es ist halt immer, man denkt dann, jetzt ist gerade der Jonas wieder gescheitert, hat ja auch seine Gründe. Ist wahrscheinlich nicht anders gegangen. Ist es wahrscheinlich nicht anders gegangen. Ich meine, er war auch auf BMW in der WM, ne? Aber anderes Team natürlich. Also, aber man kann das wahrscheinlich nicht vergleichen. Ne? Na, kann man nicht. Das Ding ist, oder man stellt sich die Frage, jemand wie du, der so rasiert national, Jonas, hat ja auch hier die IDM überrumpelt. Und wenn man dann es nicht in der WM packt, ist der Schritt so groß oder was sind die Probleme? Man sieht es ja selber, wir sind jetzt wieder in der IDM. Wir haben im Lausitzring Rundenzeiten gefahren, die das in der WM gerade so gehabt haben. Wir haben aber das 2015 schon gefahren. In der Superbike damals 36-0 in Runde 14 in Assen, wo der Johnny Rear damals 35-8 gefahren ist. Ja. Wir waren immer schon auf WM-Niveau und die Spitze der IDM kommt das ja auch von den Fahrern her und von den Teams. Ja. Das Problem ist halt nur, dass dann entweder das Team in die WM kommt oder der Fahrer, aber nie irgendwie so ein Für mich, schon klar, so eine Zusammenkunft entstanden ist leider. Hat man, ich bin fest davon überzeugt, dass wir das vielleicht hätten schaffen können. Ja. Genitiv, oder anders gesagt, hätte, ist es abgehakt bei dir, die Gedanken? Zum einen Teil schon, zum anderen nicht. Ich meine, ich bin jetzt froh, dass ich wieder in der Langstrecke einen guten Job gefunden habe und in der IDM komplett entfalten kann. Gerade auf jeden Fall eine brutale Runde in Spa, in den Asphalt gesetzt, ne? Beim Test. Mir macht's fahren zum Glück wieder Spaß. Ich habe Spaß daran. Ja, eh gut. Ich bin da alte, aber bin da jetzt 28 alt. Ich weiß nicht, wie weit es geht und welche Wege sie mir öffnen. Aber ich bin auf alle Fälle froh, dass ich, oder ich weiß, was ich an meinem Umfeld habe und werde das auch so schnell nicht mehr hergeben. Ja, gut. Du bist ja eigentlich auch ein sehr lieber Kerl. Ich habe wirklich als Geflüster versucht, die Kontakte schon mal noch mal ein bisschen spielen zu lassen. Und ich wollte mir ein paar Insider, dich ein bisschen in die Bredouille bringen, dich ein bisschen ärgern. Zum Beispiel von der Michaela, schöne Grüße, oder von deinem Crewchief Wolle. Ja. Die haben alle gesagt, der Reiti, der baut Chemist, der ist immer lieb. Ne? Ich sollte dich nur von Wolle fragen, wie deine Zündab so läuft. Ich habe keine Zündab. Das war wahrscheinlich der Front. Ja, an der nur Stelle. Kreidler. Ne? Nur Kreidler an der Stelle. Also aber ich mache schon ein paar Zündabs auch für gute Personen von Umfeld. Hauptsache Hobeck gefahren, das ist wichtig. Sonst bist du aber auch auf der
korrigiere mich gerne, auf der Sandbahn unterwegs, ne? Sandbahn ist das ein Hobby? Oder kannst du auch, fährst du auch da irgendwo mal die ein oder andere Meisterschaft und kannst was? Ja, also ich wollte immer Sandbahnfahrer werden, weil mein Paar eben Sandbahnfahrer war. Und der hat aber damals gesagt, da tust du nur weh und verdienst kein Geld damit. Mhm. Und deswegen war das halt, bin ich halt Straßenrennfahrer geworden, halt auch durch die Ubinger Rennfahrer, sag ich mal. Aber eigentlich war ich tief in mir drin immer der Sandbahnfahrer. Bist du da auf, wie ich dann endlich mal ein bisschen Geld gehabt habe durch durchs Arbeiten halt, haben wir dann einfach mal bei Martin Smolinski so eine Karre probieren dürfen und ich habe mir die dann auch gekauft. Und dann bin ich erst mal mit Speedway ein bisschen gefahren und mittlerweile habe ich 2 Speedway-Bikes und 2 Longman-Bikes und 4 scharfe Motoren. Kann dann eh kein Mensch unterscheiden, also nicht als Otto Normal-Fan. Aber auf welchem Level bist du da? Kannst du da was reißen in irgendeiner Meisterschaft? Ich bin in Pfarrkirchen die Sandbahnrennen mitgefahren 2017. Ich habe das in der B-Lizenz fast gewonnen. Ich habe dann im Finale bin ich 2. geworden. Und in der A-Lizenz-Finallauf bin ich dann 5. geworden. Also bin schon nicht so schlecht dabei. Das ist dann deutsche Meisterschaft? Das war so ein offenes Rennen, aber B-Lizenz ist so eine deutsche Meisterschaft. Okay. Ja, abgefahren. Für die Einsteiger, ja. Und A-Lizenz ist natürlich international. Ja. Nimmst du davon technisch irgendwas mit, also fahrtechnisch irgendwas mit für die Superbikes? Ja, so weil mich hat schon immer die Technik fasziniert und so ein Sandbahnmotorrad, das ist einfach, da ist nur das dran, was man braucht. Ja. Da ist nicht mehr Bremse dran, nix. Einfach Vergaser, Zündung, Motor. Und ordentlich Drehmoment. Fertig. Ist auf jeden Fall sehr wild, wie die Nummer aussieht da. Ne? Ja. Und ja, kurz EWC hast du angesprochen. Kannst du pauschal sagen, was geiler ist? Die Sprintrennen oder ein EWC-Lauf? Die Mischung macht es, würde ich sagen. Eigentlich war ich immer so der Sprinter, sage ich mal, von den Rennen her gesehen. Aber in der Langstrecke, das ist halt noch mehr ein Teamsport und das macht auch richtig Laune. Und ja, da wächst man auch zusammen irgendwie. Und das ist einfach ganz was anderes, weil das ja, einfach ja, noch härter, noch länger ist. Ja. Aber ich kann mich nicht entscheiden, ich mache beides gern. Okay. Ist erlaubt an der Stelle. Ja, passt. Und ja, das hatten wir schon mal gerade angesprochen, da ob du nochmal die Chance siehst, auf internationalem Parkett zu starten, im Sprintrennenformat. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Für hier in Osche sind die Daumen sowieso gedrückt. Heute Samstag, 24.08. Ganz knapp hinterm Flo, aber für morgen ist alles offen. Auf alle Fälle. Jetzt ein hartes Rennen, aber wir stehen gut da, die Rennpace passt. Ja. Und wir haben ein paar Sachen, ein paar Änderungen im Backup und dann schauen wir, was wir rauskommt. Also Leute, checkt auf jeden Fall Reitis Insta-Kanal, da ist auch immer was los. Checkt uns, folgt uns allen natürlich und subscribet und teilt und was auch immer. Ne? Das muss man immer sagen. Ne? Ja, freilich. Das, was wir nicht in Hochdeutsch haben, untertiteln wir natürlich. Von der also Macke. Alles. Also euch. Also Reiti, erstmal ganz viel Gesundheit, ganz viel Erfolg und hier sowieso. Passt. Danke dir. Alles Gute. Ja. Merci. Ciao Leute, haut rein.